Guten Morgen! Wieder Donnerstag, wieder eine schöne Kombination. Heute gehen wir gleich zum Stretchen mit Oberkörperbelastung und dann haben wir so ein bisschen Rücken mit dabei. Jetzt müsst ihr gucken, wenn ihr nicht so flexibel seid, solltet ihr euch vielleicht irgendwas vorne runterlegen, dass ihr euch so ein bisschen nach vorne fallen lassen könnt. Guckt, wenn ihr euch eine Decke oder sowas hinlegt, dass die nicht irgendwo auf was Rutschigem liegt, wie Laminat liegt, dass er gleich wegpfeift sozusagen. Ansonsten geht ihr bis ganz runter und lasst die Beine gestreckt. Dann lasst ihr die gestreckt die ganze Zeit und krabbelt hier so Stück für Stück nach vorne. Wenn ihr vorne seid, runter, hinlegen, über den Liegestütz, die Mitteln gern auf Knie, dann ist wie beim Hampelmann, die Arme und Beine gespreizt, ihr zählt bis drei, haltet quasi auch die Knie hier hinten erhöht. Nach 3 Sekunden sozusagen zusammen, geht wieder ran, die Jungs normal, die Mädels gerne über die Knie hoch, dann Knie nachziehen und jetzt wieder Beine gestreckt lassen und dann krabbelt ihr zurück und hoch. Dann habt ihr hier eine schöne Dehnung drin, haben den Schultergürtel dabei und eine schöne Rückenbelastung. Hier guckt ihr auch 5 bis 10 Durchgänge, die Jungs vielleicht bis zu 20, also nicht Durchgänge, Wiederholungen und dann 5 bis 15 Durchgänge.